Horn auf! Liebe Jägerinnen, liebe Jäger, liebe Mitglieder des Oberösterreichischen Landesjagdverbandes, geschätzte Gäste, Referenten und Mitwirkende am ersten virtuellen Oberösterreichischen Landesjägertag. Eine außergewöhnliche Veranstaltung in außergewöhnlichen Zeiten. Natürlich wäre es uns lieber, uns zu begegnen, wie wir es gewohnt sind, an Bezirksjägertagen uns auszutauschen, angeregt miteinander zu unterhalten, Emotionen zu spüren. Das sind Kommunikationsformen, wie wir sie mögen. Vieles ist und war nicht möglich. Daher versuchen wir mit diesem Beitrag, mit diesem virtuellen Landesjägertag, für euch Informationen bereitzustellen, einen Querschnitt durch die Arbeit der oberösterreichischen Jagd abzuliefern und auch das jagdliche Brauchtum einzubauen. Ich lade euch ein, dran zu bleiben und die Informationen über den virtuellen Landesjägertag abzuholen. Ich bedanke mich bei den politischen Vertretern der Landtagsfraktionen für ihre ressortbezogenen Botschaften an die oberösterreichischen Jägerinnen und Jäger. Ich bitte euch nun um eure Aufmerksamkeit. Bleibt man's heil. Bei den Bezirksjägertagen ist es eine übliche Gepflogenheit, unserer verstorbenen Weitkameraden des letzten Jagdjahres zu gedenken. Die Bezirksjägermeister machen das in einer Kundgebung im Schlosspark Hohenbrunn. Wir werden gemeinsam einen Hut und einen Standesbruch für die verstorbenen Weitkameraden des letzten Jagdjahres niederlegen. Danke für die Kundgebung. Wir werden unseren verstorbenen Jagdkameraden ein ehrendes Andenken bewahren. Ich darf nun unseren Landeshauptmann, Magister Thomas Stelzer, um seine Worte zum virtuellen Landesjägertag bitten. Lieber Landeshauptmann, ich bitte dich darum. Sehr geschätzter Herr Landesjägermeister, lieber Herbert,
Liebe Jägerinnen und Jäger, geschätzte Ehrengäste, liebe Damen und Herren. Ich danke für die Einladung zum ersten digitalen oberösterreichischen Landesjägertag. Es gibt ja kaum einen Bereich unseres Lebens, an dem Corona ohne Spuren vorbeigeht. Selbst die in der freien Natur stattfindende Jagd spürt die Auswirkungen. Die Beanspruchung und Nutzung unserer Naturräume in unserem schönen Bundesland steigt. Ihr als Jägerinnen und Jäger erfüllt eine wichtige Aufgabe für ein gutes Miteinander im Wald und auf den Feldern. Ihr seid Vertreterinnen und Vertreter der Wildtiere und der Natur mit einem Blick auf unsere Gesellschaft. Die Jagd ist natürlich eine wichtige Aufgabe zur Hege und Pflege der Natur, denn eine ökologisch und wirtschaftlich tragbare Wilddichte, die verhindert auch Schäden an land- und forstwirtschaftlichen Kulturen. Durch eure Arbeit, vor allem auch in den alpinen Lagen mit Sicherung des Waldes, verhindert ihr auch größere Elementarereignisse, was uns alle schützt. Ich bedanke mich daher ausdrücklich bei den fast 20.000 Jägerinnen und Jägern, die in den mehr als 950 Jagdgebieten unseres Landes Jahr für Jahr von Berufswegen bzw. in ihrer Freizeit ihre Aufgaben gewissenhaft erfüllen, die Abschussplanverordnung leben und so einen Beitrag für ein ausgeglichenes Wald-Wild-Verhältnis leisten und damit Verantwortung für unser Land und unsere Gesellschaft übernehmen. Mit der jüngsten Novellierung des Jagdgesetzes kamen einige bürokratische Erleichterungen, damit ihr als Jägerinnen und Jäger in Oberösterreich eure Aufgaben möglichst gut erfüllen könnt. Corona hat allerdings auch zu einem geringeren Wildbretabsatz in der Gastronomie geführt und damit auch zu finanziellen Einbußen in der Jägerschaft. Als Land Oberösterreich haben wir daher auf Vorschlag des Landesjagdverbandes die Jagdabgabe für Jägerinnen und Jäger zu einem Drittel gestundet. Die Jagd ist auch eng mit der Land- und Forstwirtschaft verbunden. Nicht nur in der Wald-Wild-Frage, sondern darüber hinaus muss immer wieder aufs Neue der Weg des Miteinanders und der Zusammenarbeit gesucht und weiterhin gemeinsam konsequent gegangen werden. Auch dafür danke ich euch. Aber auch in der Mitgestaltung unseres kulturellen Lebens und vor allem auch im Lebendighalten der jagdlichen Traditionen unseres Landes seid ihr höchst aktiv. Das ist wichtig für uns. Und dafür danke ich sehr herzlich. In diesem Sinn wünsche ich für das beginnende Jagdjahr einen guten Anblick und ein kräftiges Weidmannsheil. Danke, Herr Landeshauptmann, für deine Worte und danke auch für deine Unterstützung, die der oberösterreichischen Jägerschaft zugutekommt. Ich darf nun unseren Geschäftsführer, Magister Christopher Böck, um die weitere Moderation der Veranstaltung bitten. Vielen Dank, Herr Wett. Ich darf Sie, liebe Jägerinnen und Jäger, ganz herzlich ebenfalls bei diesem virtuellen Landesjägertag begrüßen und den nächsten Programmpunkt ankündigen, wo uns Philipp Stögner in einer Gesprächsrunde mit Landesrat Higelsberger, Franz Kastenhuber und Landesjägermeister Herbert Siegersleitner Einblicke bietet in die Zusammenarbeit mit den Landwirten und den Forstwirten. Danke, Christopher. Ja, ich darf von mir in der Talkrunde heute begrüßen unseren für die Jagd und für das gesamte Agrarressort zuständigen Landesrat, Max Higelsberger. Hallo. Grüß Gott. Von den landwirtschaftlichen Fachschulen und selbst Jäger und auch Landeshornmeister bei uns in Oberösterreich, Franz Kastenhuber. Grüß Gott und Weidmannsheil. Und unseren Landesjägermeister Herbert Siegersleitner. Grüß euch und Weidmannsheil. Herr Landesrat, wie hat sich denn der Agrarsektor Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Jagd im letzten Jahr entwickelt? Also das letzte Jahr war aus verschiedenen Gründen sehr spannend für die Landwirtschaft. Es hat ja sehr interessant begonnen, sehr gute Märkte. Und dann kam Corona, natürlich mit den Verwerfungen auf den Märkten. Auf der einen Seite sehr gute Vermarktungsmöglichkeiten für alle Direktvermarktungsbetriebe und auf der anderen Seite für die klassische Produktion natürlich ein gewisser Einbruch. Und dann kam Gott sei Dank eine völlig andere Wetterlage mit Niederschlägen, sehr starken auch im Mai. Und das hat uns in der Gesamtheit in der Landwirtschaft sehr positiv betroffen. Herr Landesjägermeister, der Agrarbereich gehört ja sehr eng zusammen. Die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft und die Jagd. Wie hat sich diese Partnerschaft in der letzten Zeit entwickelt? Also die Partnerschaft zwischen Landwirtschaft und Jagd hat sich trotz der eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten aus meiner Sicht gut weiterentwickelt. Also manches könnte man sagen, ist durchaus ein Selbstläufer geworden. Es funktioniert gut, auch wenn man nicht so viel miteinander reden kann. Die Themenbereiche sind dieselben geblieben. Wir haben in Oberösterreich große Waldumbaumaßnahmen bei den Grundeigentümern auf vielen Bereichen in Oberösterreich zu bewerkstelligen. In der jagdlichen Ausbildung haben wir einiges vor, in der Jagdleiterschulung
große Themen beschäftigen uns und es hat uns natürlich die mangelnde Kommunikation blockiert. Trotzdem bin ich sehr zufrieden, bin aber auch froh, dass das Jahr vorbei ist und schaue mit ein bisschen mehr Hoffnung in die Zukunft, dass wir wieder mehr miteinander reden können und damit auch vielleicht eine noch bessere und raschere Wirkung haben. Franz, du bist ja als Landwirtschaftsschullehrer direkt bei den Bauern. Du bist selbst auch Bauer, du bist selbst auch Jäger. Wie hat sich das, die Partnerschaft zwischen dem innerhalb des Agrarbereichs in deiner Sicht in der Praxis wirklich entwickelt? Es ist eigentlich spannend und voll interessant, mit den jungen Burschen über Landwirtschaft und Jagd zu diskutieren. Und ich glaube einfach, sowohl die Jagd als auch die Landwirtschaft arbeiten in einem komplexen Ökosystem. Und die Komplexität macht es aus, dass man sich einfach mit dem auseinandersetzen muss, befassen muss und die Einflussnahmen auf Jagd und auf Landwirtschaft sind ja auch Naturnutzer, Tourismus, alles andere auch und da muss man einfach immer wieder reflektieren, was sind Themen, die man gemeinsam lösen kann und gemeinsam positiv nach vorne blicken kann. Das ist das Entscheidende bei dem Ganzen für mich. Die Landwirtschaftsschulen haben ja seit einiger Zeit auch sehr verstärkt die Jagd als Unterrichtsgegenstand und die jagdliche Ausbildung ist dort jetzt noch stärker beheimatet wie früher. Wie hat sich das in den letzten 2 Jahren, was es jetzt gibt, so entwickelt? Ja, ursprünglich gibt es seit über 10 Jahren schon den Freigegenstand Jagd in den Schulen. Das war immer schon sehr positiv. Außerdem haben sehr viele Jagdkurse, wie zum Beispiel bei uns im Agrarbildungszentrum Lambach, ist der Jagdkurs in der Schule für den ganzen Bezirk. Und das macht sich sehr positiv bemerkbar, dass einfach der Bezug zur Landwirtschaft auch dadurch besser wird, die Jagdkursteilnehmer auch was mitkriegen. Und bei den Schülern ist es so, dass es jetzt seit 2 Jahren eine Initiative gibt, dass man einfach den Jagdkurs aufteilt oder den Stoff aufteilt auf mehrere Unterrichtsjahre mit Prüfungen und das professionalisieren will. Leider ist es durch Corona ein bisschen schwierig, dass man schon die Ergebnisse jetzt so bekommt, aber ich glaube, das wird auch wieder besser werden und da gibt es einfach viele Bereiche, die man da gemeinsam abdecken kann. Ich habe selber das Glück, dass ich Brauchtum auch unterrichten darf und ich glaube, dieses Brauchtum oder dieses, da ist ein wesentliches Teil, dass man sich einfach im Benehmen zum Wild, zur Natur, zu den Jägern, zu den Grundbesitzern, dass man so zusammenkommt und das merkt man auch mit den Schülern, die diskutieren darüber und das ist also eine sehr positive Entwicklung für alle. Warum war dieser Schritt so wichtig, dass man diese Ausbildung in den Landwirtschaftsschulen zusammenlegt und vorantreibt? Jagd hat einfach so einen hohen kulturellen Stellenwert da in Oberösterreich und das muss man aber auch verstehen und verstehen lernen. Daher ist mir wichtig, dass viele junge Grundbesitzer, die in den Landwirtschaftsschulen sind und dann später mal einen Hof übernehmen, sehr bald auch mit der Jagd in Berührung kommen. Vielleicht war das zu Hause nie ein Thema, vielleicht auch im Freundeskreis nicht, aber in der Schule möchten wir intensiv diese Möglichkeit bieten, weil wir wissen, überall dort, wo man mehr weiß, kann man sich auch mit einem Nachbarn, auch mit einem Jäger viel besser unterhalten als wie anders. Wir haben jetzt gerade vor kurzem auf unserer Facebook-Seite aufgerufen, dass man uns Fotos von der Kids-Rettung schicken soll. Und ich habe da auch Fotos bekommen von Landwirtschaftsschulen, die mit den Jägern draußen waren, wo die Schüler wirklich Kitze gerettet haben und selbst aus dem Gras getragen haben. Ist das etwas, wo man schon viel früher, viel enger zusammenwachsen kann einfach? Ich denke, es gibt viele Bereiche, die uns gemeinsam beschäftigen. Und diese vielen Arbeitsfelder, die wir gemeinsam haben, funktionieren einem am besten, wenn man gegenseitiges Verständnis hat. Und diese Ausbildung in den Landwirtschaftsschulen soll das eben unterstützen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon eine Auswirkung ist, aber das ist ein Bereich davon, wo es ohne die gegenseitige Unterstützung nicht funktioniert. Ich habe schon den Waldumbau angesprochen. Die Begründung von völlig neuen Mischwäldern in Oberösterreich wird uns fordern. Es braucht Verständnis. Und je mehr gegenseitiges Verständnis da ist, umso leichter ist alles zu bewerkstelligen. Und so gesehen bin ich wirklich überzeugt, dass es für beide Seiten, für die Jagdseite und natürlich Grundeigentümerseite, die ja sowieso eng miteinander verknüpft ist, ein absolutes zukunftsweisendes Modell ist. Herr Landesrat, wenn wir so ein bisschen in die Zukunft schauen, was wünschen Sie sich für die kommenden Monate und Jahre für den Agrarsektor, für die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft und die Jagd? Corona hat gesehen, dass wir eigentlich unwiderruflich notwendig sind. Das ist in der Landwirtschaft so, das ist in der Jagd so. Wir sind Naturnutzer, die ein Verständnis dafür haben, was notwendig ist und was gebraucht wird. Und ich hoffe und ich gehe auch davon aus, dass durch unsere Bewusstseinsbildung von der Jagdseite, von der Agrarseite, vieles dieses Verständnis auch in die Gesellschaft kommt und man weiß, in der Natur hat man sich so zu verhalten, damit alle Partner auch zukünftig gut und vernünftig damit umgehen können. Damit danke ich mich für heute, für dieses Gespräch, für die Expertenrunde und Christopher, ich gebe damit wieder zurück zu dir. Dass die Themen auch österreichweit die Jagd betreffen, ist logisch und in diesem Zusammenhang darf ich ganz herzlich den Generalsekretär von Jagd Österreich, Klaus Schachenhofer, begrüßen.
den ich gleich fragen möchte. Klaus, wie sehen die Meilensteine aus, die ihr bereits geschafft habt, und wie sieht die Zukunft bei Jagd Österreich aus? Danke, lieber Christopher. Im Namen von Jagd Österreich darf ich mich recht herzlich bedanken für die Einladung und darf auch die besten Grüße unseres Präsidenten Roman Leitner, dem Landesjägermeister aus Burgenland, übermitteln. Jagd Österreich wurde ja von den neuen Landesjagdverbänden ins Leben gerufen, damit wir eine zentrale Koordinierungsstelle haben für nationale, aber auch internationale Angelegenheiten. Also man kann durchaus sagen, wir vertreten daher die Interessen von ca. 130.000 Jagdkarteninhabern in Österreich. Wie wichtig es ist, eine zentrale Koordinierungsstelle zu haben, hat uns jetzt die Pandemie gezeigt, Corona. Wir haben mit einer Vielzahl von Gesprächen quer durch die Ministerien hinaus, sage ich mal, und darüber hinaus erwirken können, dass die Jagd in Österreich als systemrelevante berufliche Tätigkeit im Sinne des allgemeinen Interesses anerkannt wurde. Und diese Anerkennung der Systemrelevanz hat uns sehr viel während der Pandemie erleichtert. In Zeiten, wo wir Lockdowns und Ausgangsbeschränkungen gehabt haben, hat es uns trotzdem ein relativ unbeschwertes Jagen auf der Fläche ermöglicht, dass wir unseren behördlichen Auftrag auf der Fläche erfüllen haben können. Aber in weiterer Folge hat uns auch diese Anerkennung der Systemrelevanz auch jetzt wieder weitergeholfen, im Hinblick auf die europäischen Einschränkung von gefährlichen Stoffen, im Hinblick auf Terrorismusbekämpfung, da spreche ich jetzt explizit Wasserstoffperoxid über 12% an. Und hier haben wir erwirken können, dass wir im Rahmen dieser systemrelevanten Tätigkeit wir zu den beruflichen, gewerblichen Verwendern zählen und wir weiterhin einen limitierten, eingeschränkten Zugang bei Kleinmengen gewinnen können. Was im Vergleich zu anderen Ländern in Europa fast eine Ausnahmeerscheinung ist. Dann hat uns die Pandemie vor einer weiteren Herausforderung gestellt und das war, wie im vorigen Jahr die Jagdsaison begonnen hat, ist von heute auf morgen der erste Lockdown ausgerufen worden und der Wildbrettmarkt ist eingebrochen. Das hat uns gemeinsam mit den neuen Landesjagdverbänden veranlasst, dass wir mit den Jägern vor Ort schauen haben müssen, dass wir dieses Naturprodukt, unser Lebensmittel, was wir auf den Markt bringen, im Rahmen einer Direktvermarktungsoffensive an den Mann, an die Frau bringen. Parallel haben wir eine Online-Plattform entwickelt, die Plattform Wildes Österreich, eine Plattform, wo wir dem heimischen Wild eine Bühne bieten, quer über die gesamte Anbieterpalette, vom Direktvermarkter bis hin der Veredelung oder im kulinarischen Bereich der Gastronomie. Eine Plattform, die nicht nur für den ländlichen Raum, sondern vor allem auch für den urbanen Raum gedacht ist. Ganz, ganz wichtig war uns, dass diese Plattform nicht eine statische Plattform ist, sondern wir haben das dynamisch mit einer App gekoppelt. Also künftig ist es so, dass die Anbieter direkt mit ihren Kunden in Kontakt treten können, wenn sie frische Ware haben, wenn frisches Wild in der Wildkammer hängt oder Wild auf der Speisekarte angehaftet wird. Wie schaut es in der Zukunft aus? Unsere Zukunftsthemen werden sein, dass wir noch besser die Zusammenarbeit mit den neuen Landesjagdverbänden stärken, sei es im Hinblick auf den Einsatz im Bereich der Wildtierkriminalität, sei es im Hinblick bei E-Learning, unterstützende Maßnahmen im Bereich der Aus- und Weiterbildung oder das von der Europäischen Kommission geforderte Bleiverbot in Jagdmunition. Hier werden wir uns einsetzen, wir werden uns dem nicht verwehren, aber wir werden schauen, dass wir adäquate Lösungen im Hinblick auf Tötungswirkung, Ballistik, aber auch auf Sicherheit bekommen. Und eines der größten Herausforderungen für uns, das hat uns jetzt hat die Pandemie forciert, ist dieser extreme Freizeitdruck auf der Fläche, der Druck der Bevölkerung in den Naturraum hinaus, zu Recht, muss man auch sagen. Aber hier müssen wir Lösungen schaffen im Bereich der Wildtierbeunruhigung, Lösungen schaffen im Bereich der Lebensraumreduzierung und Lebensraumbeeinflussung. Wir müssen hier Lösungen schaffen, gemeinsam mit den Stakeholdern, mit den Landnutzern auf der Fläche. Das ist die Bevölkerung, dem ist die Bevölkerung verpflichtet. Und hier kann es nicht sein, dass alles nur zulasten des schwächsten Glied ausgetragen wird, am Rücken unserer Wildtiere. Hier hat die Gesellschaft eine Verantwortung. Wir sind hier dem Wild verpflichtet, aber vor allem auch der Natur verpflichtet. Also ganz im Sinne von, wir alle sind Jagd Österreich.
Danke, Klaus. Im nächsten Programmpunkt geht es zum Hundewesen. Dem Oberösterreichischen Landesjagdverband ist das Hundewesen ein sehr wichtiges. Seit vielen Jahrzehnten begleiten wir unsere Jagdhundeführer mit Förderungen und dergleichen. Dazu begrüße ich jetzt unseren Landeshundereferenten Bernhard Littich. Bernhard, sag uns ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten zu den Jagdhunden in Oberösterreich. Ja, wir haben derzeit in Oberösterreich 2600 Hunde. 400 Hunde sind in Ausbildung. Das Ganze entsteht aus 88 Rassen. Das heißt, wir haben die größte Gruppe ist die Vorstehhunde mit ca. 60%. Die zweitgrößte Gruppe ist die Gruppe der Erdhunde. Und dann gibt es die Spezialisten wie Schweißhunde, Stöberhunde und Apportierhunde. Das teilt sich dann, also ca. 10% sind diese Gruppen stark. Aufgeteilt ist das Ganze, wir haben 16 Bezirkshundereferenten in 15 Bezirken, die betreuen sozusagen diese Hundeführer unter anderem auch mit den allgemeinen Prüfungsvereinen und den 25 Rasse-Spezialvereinen. Dort finden für die Hundeführerkurse statt und sie werden sozusagen auf diese Prüfungen vorbereitet. Es wird da keiner allein gelassen, sie können sich bei diesen erfahrenen Hundeführern und Kursleitern sozusagen Anleitungen holen, wie man einen Junghund ausbildet und auch zur Prüfung führt. Und das ist dann der Weg zum fertigen Jagdhund. Ich begrüße auch Elfi Meyer, Hegemeisterin im Bezirk Linz-Land und Erstlingsführerin eines Vorstehhundes, ein Deutsch-Kurzhaar. Elfi, was kannst du als Erstlingsführerin den angehenden Hundeführerinnen und Führern mitgeben? Ja, vor der Anschaffung von einem Jagdhund soll man sich einmal sehr wohl überlegen, wie viel Zeit man für den Jagdhund aufwenden kann und möchte, denn der Alltag wird später ein anderer sein. Ist die Entscheidung dann einmal getroffen, kann ich nur mitgeben, nehmt euch viel Zeit. Zeit für die Eingewöhnung, Zeit für die Ausbildung. Seid konsequent in euren Handlungen, bei euren Befehlen. Und vergesst aber dabei nicht, eine freundschaftliche und partnerschaftliche Bindung zum Hund aufzubauen. Besucht die Jagdhundekurse regelmäßig, auch wenn es hin und wieder nicht so viel Spaß macht. Denn nur dort werdet ihr und eure Hunde die notwendige Ausbildung erhalten, die ihr dann später im tagtäglichen Jagdbetrieb brauchen werdet. Und hier trefft ihr auch auf Gleichgesinnte, die alle gemeinsam das Ziel verfolgen, einen gut ausgebildeten und fairen Jagdhund zu erhalten. Und gemeinsam erreicht man Ziele bekanntermaßen viel leichter. Und als kleinen Tipp möchte ich noch mitgeben, nutzt auch die Möglichkeit einmal, als Gast bei einer Jagdhundeprüfung dabei zu sein. Weil hier kann man nicht nur miterleben, wie gut die Hunde arbeiten können, sondern hier kann man auch sehr viel lernen. Lernen, wie die Kommunikation zwischen den Hundeführerinnen und Hundeführern mit ihren Hunden geschieht und wie sie dann gemeinsam als Team arbeiten. Und für die eigene Vorbereitung ist ein wenig Prüfungsluft zu schnuppern in entspanntem Zustand auch sicher nicht die schlechteste Vorbereitung. Bernhard, wir haben vorher schon die Jagdhundebeihilfe ein bisschen angesprochen. Wie viele Fälle gibt es denn in Oberösterreich? Beziehungsweise gibt es hier jetzt eine Jagdhundeunfallversicherung? Kannst du da schon Näheres erläutern? Ja, wir haben in Österreich eine Beihilfenordnung, die ist einzigartig in Österreich. Circa 200 Schadensfälle werden abgewickelt im Jahr, wo die Hundeführer finanziell unterstützt werden bei Unfällen, wenn während der Jagd oder bei der Ausbildung irgendwelche Unfälle passieren. Was jetzt neu ist, wir haben eine Versicherung gewinnen können, die sozusagen zusätzlich abgeschlossen werden kann und die Versicherungssummen doch um einiges erhöht oder eben auch, wenn der Hund einmal zu Tode kommt, was auch passiert, dann ist die finanzielle Belastung des Hundeführers abgefedert, würde ich immer sagen. Elfi, jetzt noch eine Frage aus der Praxis ein bisschen. Du warst jetzt schon jagen und im Revier mit deinem Jagdhund. Was ändert sich bei der Jagd oder beim Reviergang?
Also die Jagd erlebe ich definitiv intensiver und viel umfangreicher. Aber nicht nur die Jagd, sondern auch der tägliche Reviergang ist mit dem Hund ein anderes. Mit dem aufmerksamen Begleiter an meiner Seite hat man viel mehr Möglichkeiten, draußen etwas zu sehen, etwas zu entdecken, etwas zu erleben und auch erfolgreich zu sein. Und es ist eine wahre Freude in der Jagd, wenn man sieht, mit was für einem Arbeitswillen und mit was für einem Einsatz der Hund arbeitet und er die Anweisungen der Hundeführerinnen und Hundeführern befolgt und dabei nur ganz gezielt seinen Jagdverstand einsetzt. Und das empfinde ich als die wahre Belohnung für all die Mühen und für den tagtäglichen Einsatz, die man in die Ausbildung steckt. Und diese Freude, einen treuen und zuverlässigen Partner an seiner Seite zu haben, das genießen ja dann beide, also das Herrl und der Hund oder die Führerin und der Hund, sozusagen ein Hundeleben lang. Also ich für mich möchte diese Hundefreundschaft und Partnerschaft keinesfalls mehr missen. Liebe Elfi, lieber Bernhard, vielen Dank für eure Ausführungen. Wir kommen nun vom Hundewesen zur Raumnutzung, zur Raumplanung. Zu uns zugeschaltet ist jetzt Professor Dr. Friedrich Reimoser, war lange Zeit am Forschungsinstitut für Wildtierkunde und der Universität für Bodenkultur und ist Experte auch für die wildökologische Raumplanung. Lieber Fritz, wie schätzt du die Lage jetzt ein, noch dazu nach der Pandemie, wo wir gesehen haben, wo die Leute nach draußen drängen? Wie dringend ist diese ökologische Raumplanung jetzt tatsächlich? Aus meiner Sicht, wildökologischer und auch praktischer Sicht, wird eine wildökologische Raumplanung immer wichtiger. Aber man muss auch dazu sagen, sie wird immer schwieriger realisierbar. Wir haben eine intensive Mehrfachnutzung in unserer Kulturlandschaft. Oft wird versucht, am gleichen Ort zur gleichen Zeit alle Interessen gleichzeitig zu maximieren. Das geht nicht. Es braucht eine gewisse Lenkung, eine Raumordnung. Und das gilt insbesondere auch im Zusammenhang mit großen Wildtieren, seien es nun Huftiere oder der Wolf oder anderes mehr. Also es schreit direkt alles nach einer Ordnung, sodass die zwei Hauptziele, die landeskulturell ja vorgegeben sind, auch im Jagdgesetz, einerseits Lebensraumerhaltung und Arterhaltung von wildlebenden Tieren und andererseits Vermeidung von Wildschäden in der Land- und Forstwirtschaft, das beides sollte gewährleistet werden. Das geht eben nicht ohne gewisse raumplanerische Aspekte. Und in Zukunft noch weniger, als es bisher der Fall war. Zu glauben, Wildtiere seien wild und die könnten sich selbst überlassen werden und es wird schon alles passen für die Wildtiere und für die Menschen, sei es Land- oder Forstwirtschaft, das ist eben nicht so. Gerade die Freizeitaktivitäten haben stark zugenommen und es braucht, wie gesagt, hier Eingriffe und zwar großräumig, revierübergreifend. Wenn jedes einzelne Jagdgebiet unterschiedliche Ziele hat und man hier in die eine oder andere Richtung geht, dann ist es ineffizient. Die beiden Hauptziele auch der wildökologischen Raumplanung, und die decken sich sozusagen mit dem landeskulturellen Auftrag, sind eben einerseits diese Lebensraumerhaltung für Wildtiere und andererseits die Vermeidung, möglichste Vermeidung von Wildschäden in der Land- und Forstwirtschaft. Also dazu dient das. Es gibt dann Strukturelemente in der wildökologischen Raumplanung. Das Wichtigste ist der sogenannte Wildraum, das Populationsareal. Das ist für jede Wildart separat zu machen sozusagen. Am wichtigsten für die großräumig lebenden Arten wie das Rotwild. Das heißt, wo grenzen sie sich ab? Wo haben die einen ganz Jahreslebensraum? Ein Populationsareal, ein Wildraum sollte so abgegrenzt sein, dass mindestens 90% der Tiere dort ganzjährig im selben Wildraum leben. Das ist auch der aufwendigste Schritt zu einer solchen Planung. Die Räume können beim Rotwild dann 10.000 Hektar oder 100.000 Hektar groß sein, je nach Gebiet, je nach Landschaft und je nachdem, ob es natürliche oder künstliche Grenzen gibt. Wenn die Räume zu groß wären für gutes Management, werden die untergliedert in Wildregionen. Für die gelten dann auch Hegegemeinschaften sozusagen und das Ganze sollte rechtlich verankert werden, dass es verbindlich ist. Man kann es auch freiwillig machen, aber wenn dann einer nicht will, dann funktioniert das eben nicht. Es braucht eine gewisse Verbindlichkeit. Also so geht es auch im Groben das Ganze.
Also die landesweite Basisplanung oder die großräumige Planung ist der erste Schritt und dann erfolgt innerhalb der Wildregion die Detailplanung, wobei dann die Grundeigentümer sehr wichtig sind, dass sie hier kooperieren. Detailplanung, was geht, wo gibt es Ruhezonen konkret, wo Habitatschutzgebiete, Biotopvernetzung, Korridore, Intervallbejagung, wo, Schwerpunktbejagung, wo und wann, Schutzwälder berücksichtigen, insbesondere Objektschutzwald, Überwinterungsgeschichten, gerade beim Rotwild auch, mit oder ohne Fütterung, wo wird gefüttert, wie und so weiter, alles das gehört da revierübergreifend sozusagen eingeplant. Die Jäger sind ja im Grunde die Wildexperten, die sind dazu aufgerufen, ihre Expertise, was Wildtiere anbelangt und Wildlebensräume hier einzubringen. Und sie sind ja auch Dienstleister im öffentlichen Interesse, indem sie das tun, dem Gesetz folgend, und sie zahlen noch für ihre Dienstleistung, wenn sie Pächter sind oder sonst etwas als Jagdausübungsberechtigte. Nicht selbstverständlich. Aber was den Jägern hier quasi übers Jagdgesetz aufgetragen wird, Wildtiere, Lebensräume zu erhalten, Wildschäden zu vermeiden, das funktioniert nicht, wenn nicht die anderen Lebensraumnutzer oder Personengruppen, Interessensgruppen, die sich draußen im Lebensraum der Wildtiere bewegen, entsprechend Rücksicht nehmen, wenn nicht alle Landnutzergruppen hier zusammenarbeiten. Und das ist eben mit ein Ziel der wildökologischen Raumplanung. Sonst ist der Jäger alleine überfordert, der schafft das nicht. Die Ursachen sind so vielfältig und das kann man nicht monokausal nur durch mehr Schießen lösen. Das mögen Einzelfälle sein, aber das ist nicht der Regelfall und nicht nachhaltig. So vielleicht Grundaufriss ganz grob, warum wir die wildökologische Raumplanung unbedingt brauchen und dass hier also um ein gemeinsames verdrängendes Stellen geht, gemeinsames verdrängendes Stellen, nachhaltige Erreichung dieser landeskulturellen wichtigen Ziele, die auch im Interesse der Jäger sind. Fritz, du warst ja in vielen Bundesländern bereits Vorreiter bei der wildökologischen Raumplanung. Welche Dinge kann man auf Oberösterreich umlegen? Welche Fehler kann man vermeiden? Was meinst du? Ja, die Grundzüge der wildökologischen Raumplanung kann man durchaus auch auf Oberösterreich übertragen. Gerade in Oberösterreich würde das sehr interessant sein. Es ist ein Bundesland mit sehr unterschiedlichen Lebensraumtypen. Man sollte aber nichts, was in anderen Ländern gemacht wird, eins zu eins übertragen. Jedes Land braucht seine Speziallösung, aber die Grundprinzipien, die kann man durchaus übertragen, Strukturebenen, Ziele und so weiter. Das, glaube ich, geht schon. Und dann, wie gesagt, aus welchen Fehlern kann man lernen. Begonnen hat die wildökologische Raumplanung eben angesichts der damals schon immer stärkeren Mehrfachnutzung im alpinen Raum insbesondere, der Landschaft, des Abdrängens des Wildes in den Wald, oft in den Schutzwald, dann die Objektschutzwaldproblematik. Das war in den 1980er Jahren ein Anlass, warum man dann erst in Vorarlberg erstmals das gemacht hat. Initiiert worden sind diese wildökologischen Raumplanungen, die dann darauffolgend auch in manchen Kantonen der Schweiz, Liechtenstein und anderen Bundesländern erfolgten, in den Folgejahren nach 1980 sozusagen, die wurden immer wieder angeregt, einmal eher von der Forstseite, einmal von der Jagdseite. Aber wir haben das damals nur gemacht, wenn ein Auftrag im landeskulturellen Interesse, also von der Landesregierung erfolgt ist. Das heißt, es muss in aller Interesse sein, ansonsten wird ja nichts umgesetzt. Und auch die Bereitschaft bestehen, dass man, wenn es notwendig ist, Gesetze, auch das Jagdgesetz so ändert, um hier vernünftige Verbindlichkeiten herzustellen, dass man das auch realisieren kann mit der Raumplanung, klarerweise. Und da ist es in vielen Gebieten gut gelaufen, es gab aber auch negative Bereiche, das muss ich ehrlicherweise sagen, wo diese Möglichkeiten unterschiedlicher Wildbehandlungszonen innerhalb eines Wildraums und so weiter von Einzelnen zum persönlichen Vorteil missbraucht worden sind, nicht ausreichend Kontrolle erfolgte und so das dann ein bisschen in eine falsche Richtung abgeglitten ist. Also was ich damit sagen will, ist, wenn man wildökologische Raumplanung macht, dann sollte man auch das regelmäßig kontrollieren, zuerst gemeinsame Ziele finden,
gemeinsam abgestimmte Maßnahmen, je nach Gebiet unterschiedlich, aber großräumig genug gesehen, insbesondere für Rotwild, aber für jede Huftierart kann man es machen. Am wichtigsten ist die Raumplanung eben für, würde ich sagen, für Rotwild-Gams. Eigentlich gehört es auch für den Wolf gemacht, weil der beeinflusst ja auch, wenn irgendwo Ruhezonen sind für Wild, geht der Wolf nicht vorbei, klarerweise. Und bei Fütterungen reicht auch nicht unbedingt aus. Also wenn wir Wild lenken wollen, dann müssen wir das ganzheitlich sehen, klarerweise. Und nur den Wildbestand zu verändern, ist zu wenig. Es braucht auch eine Wildlenkung. Gewisse Areale müssen wir fürs Wild vorsehen. Die brauchen auch eine hohe Schadenstoleranz. Und andere Gebiete wird es halt weniger Wild geben können. Das kann nicht überall gleichmäßig sein. Das wird in Zukunft wohl auch den Wolf so sein. Ja, und diese Kontrolle ist wichtig, dass nicht einzelne Leute ausreiten und das Ganze dann auf den Kopf stellen und sich andere ehrliche fragen, warum halte ich mich an das Ganze und der darf tun und lassen, was er will. Es braucht regelmäßige Kontrolle, von Zeit zu Zeit Evaluierungen, schauen, hat sich was geändert bei den Zielen, bei den Ausgangslagen, müssen die Maßnahmen optimiert werden, angepasst werden, so ein regelmäßiges Adaptive Management, das gehört einfach dazu. Und das Wichtigste aus meiner Sicht wäre halt, dass wenn man so eine wildökologische Raumplanung schon hat, die verbindlich irgendwo in einem Gesetz verankert ist, dann sollte das nicht eine separierte Raumplanung bleiben, nur wildökologisch, sondern sie sollte ein integraler Bestandteil der gesamten Landesraumplanung sein. Nur dann macht es wirklich Sinn. Und da sind die Politiker natürlich auch aufgerufen, dass man das auf diese Ebene bringt. Da isoliert zwei Raumplanungen nebeneinander, das ist ineffizient. Da gibt es zwar Ansätze in den anderen Bundesländern, das gemeinsam zu sehen, aber so wirklich realisiert, dass man von der separaten wildökologischen Raumplanung, rechtlich verankert, zur integralen Raumplanung kommt, Landesraumplanung inklusive wildökologische Raumplanung, das wünsche ich, möge erstmals in Oberösterreich gelingen. In diesem Sinne, alles Gute. Danke, Fritz, für deine Ausführungen und Einschätzungen. Ich hoffe, dass wir diese Dinge auch in Oberösterreich bald umsetzen können. Zu einem ähnlichen Thema haben wir Landesrätin Birgit Gerstorfer befragt, als wir sie im Vorfeld besucht haben. Sie ist ja Landesrätin für Tierschutz und somit auch mit der Jagd am Rande beschäftigt. Als Parteivorsitzende bin ich stolz auf die vielen Parteimitglieder und Funktionäre und Funktionärinnen, die sich in den Gemeinden als Jägerinnen und Jäger betätigen. Sie leisten einen großen Beitrag zur Erhaltung des Lebensraums Wald, den wir alle, Tier wie Mensch, brauchen. Wir brauchen den Wald als Lebensraum, als Erholungsort und vor allem, damit die nachhaltige Ressource Holz wachsen kann. Dazu leisten die Jäger und Jägerinnen einen ganz entscheidenden Beitrag. Als Tierschutzlandesrätin ist mir nicht nur das Wohl der Haustiere wichtig, alle Tiere sollten würdevoll behandelt werden. Daher ist es gerade im Frühjahr wichtig, dass Menschen beim Spazieren auf den Wegen bleiben und Hunde an der Leine geführt werden. Ich denke da ganz besonders an die Rehkitze und leider schon selten gewordenen bodenbrütenden Vögel in den Wiesen. Ich wäre auch gerne bereit, eine gemeinsame Aktion für mehr Bewusstseinsbildung zusammen mit dem Oberösterreichischen Jagdverband, anderen Organisationen und Ressorts des Landes zu unterstützen. Haustiere sollten nicht aus ihrem Spieltrieb heraus Wildtiere und ihre Jungen gefährden. Da braucht es aufgeklärte Halter. Wie in vielen anderen Bereichen steht hier das Miteinander für mich an erster Stelle. Danke, Frau Landesrätin, für Ihre Worte. Wir kommen nun zum nächsten Programmpunkt, zum Thema Niederwild. Ich darf jetzt ganz herzlich Landesjägermeister Stellvertreter Andreas Gasselsberger bei uns begrüßen. Lieber Andreas, du bist ja auch Vorsitzender eines Unterausschusses, der sich mit Niederwild, mit Lebensraumgestaltung und Artenvielfalt beschäftigt. Und wir haben Niederwildprojekte ins Leben gerufen, nämlich das Projekt Bündnis pro Niederwild.
Aus diesem heraus ist auch die Ambition da, Artenschutz auf der Fläche zu gestalten, nicht in Naturschutzgebieten alleine, sondern auf der breiten Fläche. Und da wird ganz spannend die Aufgabe oder die Stellung der Prädatoren beim Niederwild. Natürlich haben sie Einfluss, doch wie kann man erarbeiten in den Projekten, in welcher Form oder wie kann man kompensieren, dass eben dem Niederwild Gutes getan wird, dass wir Jäger der Artenvielfalt dementsprechend helfen können. Wir vom Oberösterreichischen Landesjagdverband sind überzeugt, dass der Lebensraum für die Tierwelt ein entscheidender Faktor für die zukünftige Entwicklung unserer Jagd sein wird. Es wurde deshalb am Beginn der neuen Funktionsperiode ein eigener Unterausschuss für Lebensraumgestaltung und Artenschutz eingerichtet, der sich damit befasst, bestehende Lebensräume zu schützen, zu optimieren, zu erhalten, aber auch neue Lebensräume zu schaffen. Dazu wurde das Projekt Bündnis pro Niederwild gestartet. Es wird jetzt begonnen, Pilotprojekte in mehreren Gemeinden in verschiedenen Bezirken in Oberösterreich einzurichten und auch wildbiologisch zu begleiten. Wie der Name Bündnis schon besagt, ist das Ziel dieses Projektes, gemeinsam mit dem Grundbesitz der Biodiversität Flächen zur Verfügung zu stellen und dabei die Artenvielfalt zu fördern. Natürlich wollen wir dabei auch für unser Niederwild etwas tun, aber auch für zahlreiche Vogel- und Insektenarten. Denn Jagd ist für mich auch gelebter Naturschutz. Es wird auch unsere Aufgabe sein, mit solchen Projekten die Jagd in der Öffentlichkeit positiv und sympathisch darzustellen. Verbesserte Lebensräume bedeuten natürlich auch einen verstärkten Druck durch Prädatoren. Und das Ziel, die Artenvielfalt zu verbessern, auch zu erreichen, ist es notwendig, die von unserer Kulturlandschaft profitierenden Beutegreifer wie Krähen, Füchse oder auch Marderartige dementsprechend zu bejagen und kurz zu halten. Dabei muss aber auf jeden Fall beachtet werden, dass diese Bejagung nur im Rahmen unserer Gesetze sachkundig und weitgerecht durchgeführt werden darf. Eine Botschaft dieses Projektes sollte auch sein an die Gesellschaft, dass die Jagd unter anderem auch dafür Sorge trägt, dass wir alle die Natur in ihrer Vielfalt erleben können. Danke, Andreas. Wir begrüßen den zweiten Landesjägermeister-Stellvertreter ganz herzlich, Volkmar Angermeier. Du bist auch Vorsitzender des Unterausschusses für Niederwild. Mit welchem Thema beschäftigt sich momentan der Unterausschuss, beziehungsweise ist ja auch in Ausarbeitung die Rehbock-Trophäenbewertung als auch die Abschussrichtlinien beim Rehwild zu modernisieren, zu überarbeiten. Wie sieht es hier im Speziellen aus? Ja, der Niederwildausschuss beschäftigt sich zurzeit tatsächlich mit dem Thema Abschussrichtlinien Rehwild. Und natürlich damit im Zusammenhang ist das Thema der Trophäenbewertung auch zentrales Thema geworden. Es gibt dafür schon eine Grundabstimmung im Landesjagdausschuss, ein Grundsatzbeschluss. Wir wollen ganz klar die Bewertung der Rehbock-Trophäen in Zukunft aufrechterhalten. Wir wollen ganz klar, und das ist ein klares Bekenntnis, auch zur Altersklasseneinteilung, weil wir glauben, das ist ein ganz wichtiges Instrument, insbesondere für Rehwild. Und wir wollen, und darüber gibt es ein klares Einverständnis, natürlich auch weg von der Grammgewichtsdebatte. Wir wollen hin zu Qualitätsmerkmalen bei der Rehbocktrophäenbewertung, Qualitätsmerkmale, die für den Schützen erkennbar sind. Das ist ein zentrales Element der zukünftigen Rehbocktrophäenbewertung. Die Details werden wir noch ausarbeiten, aber das beschäftigt uns zurzeit ganz intensiv. Die Anpassung der Abschussrichtlinien für Rehwild ist zurzeit das zentrale Thema, aber wir haben ein ganz brandaktuelles Thema und ich gehe davon aus, dass uns das in Zukunft ganz besonders beschäftigen wird, und zwar das Spannungsfeld intensiver Ackerbau in Zukunft auch Lebensraum für unser heimisches Niederwild. Hier gibt es einen natürlich im gesamten Zentralraum aktuelle Anlässe zu dieser Frage und hier wird es ganz entscheidend sein, Strategien zu entwickeln, Maßnahmen zu entwickeln, wie wir dieses Spannungsfeld lösen können und dabei natürlich auch immer im Hinblick darauf zu achten, wie geht das in Revieren, die bereits dieses Problem gelöst haben. Aber diese Lebensraumfrage, insbesondere im Zentralraum von Oberösterreich, wird uns ganz besonders beschäftigen müssen.
Und das wird uns in nächster Zeit, wird ein Schwerpunkt des Niederwildausschusses in nächster Zeit sein. Danke, Volkmar, für deine Ausführungen. Wir haben im Vorfeld Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Heimbuchner besucht, der ja als Landesrat für Naturschutz auch mit der Jagd in Berührung kommt und ihn zum Thema Artenschutz und Naturschutz befragt. Ja, ohne die Jägerschaft wäre zum Beispiel das Projekt Prolux undenkbar gewesen. Das heißt, der Landesjagdverband, die Jägerschaft insgesamt, ist ein sehr wichtiger Partner für die Wiederansiedelung des Luchses in Oberösterreich mit Hausverstand, mit Vernunft, ohne ideologische Scheuklappen. Wesentlicher Partner ist die Jagd und der Landesjagdverband auch darum, wenn es um illegale Tötungen geht von gefährdeten Arten in Oberösterreich. Leider Gottes gibt es immer wieder solche Fälle, aber die Jäger sehen sehr viel, sie hören viel und sie sind sehr wachsam und auch dafür ein großes Dankeschön. Und insbesondere im Artenschutz, wenn es um die Niederwildarten geht, um den Feldhasen, um die Fasane, Rebhühner. Ja, auch hier leistet die Jagd sehr viel Positives. Schützen durch Nützen. Und da freue ich mich sehr, dass wir sehr viele Erfolge auch im Artenschutz in den vergangenen 10 Jahren feiern konnten. Und da geht es ums Tun und es geht nicht nur ums Reden darüber. Und die Jäger sind bekannt fürs Tun. Bereich der Heckenpflanzungen, Biodiversität, Vernetzung der Landschaft. Das sind sehr viele Tätigkeiten, die man mit der Jagd vordergründig nicht verbindet, aber die ganz, ganz wichtige Tätigkeiten hier vollbringen. Vielen Dank, Herr Landeshauptmann, Stellvertreter, für Ihre Worte. Wir kommen nun zum nächsten Programmpunkt, nämlich zum Wildbret. Ich darf nun ganz herzlich Bezirksjägermeister Engelbert Zeilinger bei mir begrüßen. Er ist unter anderem auch Vorsitzender des Unterausschusses für Wildbret. Lieber Bert, wie siehst du momentan den Absatz bei Wildbret und vor allem, wie läuft es in der Gastronomie? Geschätzte Weitkameradinnen, liebe Weitkameraden, ich möchte euch recht herzlich begrüßen und einen Bericht vom Unterausschuss von Wildbret geben. Der Ausschuss wurde 2019 mit Beginn der neuen Funktionsperiode geschaffen. Er soll zur Förderung und zur Unterstützung für den Wildbretverkauf dienen. Der Unterausschuss besteht aus dem Innungsmeister der Fleischer, Willibald Mandl, und dem oberösterreichischen Wirtesprecher Thomas Stockinger, Seminarbauernausbildnerin Monika Sonnig sowie aus jedem Bezirk einen oder eine Delegierte für Wildbret. Die gute Zusammenarbeit mit dem Wildbret Linz Land, die 10 Jahre Pionierarbeit geleistet haben, sowie der Berufsschule der Fleischer, die für uns in der Produktentwicklung Ideengeber und Verkaufsförderung sehr hilfreich sind. Die Jagdgesellschaften vor Ort sind die besten Ansprechpartner in Sachen Jagd und Wildbret. Wir wollen den Konsumenten sowie die Gastronomie vor Ort mit Wildbret bedienen. Sehr wichtig für uns ist auch der Wildbrethandel, der die Großabnehmer und Handelsorganisationen bedient. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir unser Wildbret aus Oberösterreich auch in Oberösterreich leicht vermarkten können. Vorteil ist der Kontakt mit der Bevölkerung. Der Lieferant ist bekannt und auch von wem ist das Produkt. Meine Bitte an alle Direktvermarkter, dass sie einen genehmigungsfähigen Wildzerlegeraum schaffen. Weiters führen wir Gespräche mit der Fleischerinnung bezüglich einer Kooperation der Jägerschaft in Sachen Wildbretvermarktung und Veredelung. Unsere Produkte. Zukunft hat eindeutig die Produktion von Fertig- und Halbfertigprodukten, wie zum Beispiel Hase im Glas, Rehleberkäse, Rehbratwürstel und so weiter. Die Jägerschaft bitte ich, bei jeder jagdlichen Veranstaltung mindestens ein Wildgericht anzubieten. Weiters ist es wichtig, die Veranstaltungen im regionalen Medien sowie dem Oberösterreichischen Jäger zu informieren. Abschließend zur eingangs gestellten Frage
Hätten nicht so viele schon in den letzten 20 Jahren ihr Wild vermarktet, hätten wir in der Corona-Krise unser Wildbret nicht absetzen können. So ist der Absatz in der Pandemie von der Gastronomie zum Privatkonsumenten übergegangen. Sehr hilfreich waren die Wirte, die privat sehr viel Wildprodukte über die Gasse verkauft haben. Bei Corona sieht man, eine Krise ist eine Chance für die Zukunft. Der Oberste Landesjagdverband und der Unterausschuss bieten Unterstützung und Hilfe für die Direktvermarktung sowie die Möglichkeit, im OE Jäger Veranstaltungen anzukündigen oder über sie zu berichten. Weiters die App von Wilders Österreich, wo alle Vermarkter vom Wildbret angeführt sind. Weiters die Broschüre für die Direktvermarktung von Werder Schiffner sowie das Liederprojekt Jagen, Kochen, Essen, die wilde Genussmappe von der Region für die Region erscheint im Herbst 2022. Der Umgang mit dem Wild ist die Wertschätzung vom Wildbret. Danke. Danke, Bert. Wir haben im Vorfeld auch mit Landesrat Stefan Kaineder gesprochen, der ja auch Konsumentenschutz in seinem Ressort hat, und haben ihn um seine Worte gebeten. Also wir fordern da jetzt schon seit Jahren eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung, vor allem auch in der Gastronomie. Es gibt ja seit 2013 die Verpflichtung, festzustellen, aus welchem Revier kommt das Wildbret. Also wir müssen lückenlos nachvollziehen können, woher das Fleisch kommt und wo es erlegt wurde. Und warum das dann sozusagen nicht ausgewiesen wird für die Konsumentinnen und Konsumenten, das ist mir nicht ganz erklärlich, und den Lückenschluss, den müssen wir gesetzlich schaffen. Daran arbeitet die Bundesregierung jetzt. Wir versuchen regelmäßig Druck zu machen, dass das ein bisschen schneller geht, weil letztendlich wollen die Menschen im Gasthaus ja wissen, woher kommt das Wildbret, das sie bestellen, woher kommt das Fleisch, das sie am Teller haben, und je regionaler, desto besser. Ich persönlich muss ja sagen, es gibt aus meiner Sicht, was den Tierschutz betrifft, überhaupt kein besseres Fleisch als das, das im Wald erlegt wurde, weil die Tiere haben ihr ganzes Leben in freier Wildbahn gelebt, waren nie irgendeiner Begrenzung ausgesetzt, und am Ende endet das Leben mit einem unvermuteten Schuss. Das ist aus meiner Sicht das nachhaltigste und wahrscheinlich das beste Fleisch, das man auf den Teller kriegen kann. Beim nächsten Thema wollen wir uns mit dem Rotwild beschäftigen. Und ich darf in diesem Zusammenhang ganz herzlich Bezirksjägermeister Hans Enichelmeier begrüßen, der dem größten Rotwildbezirk, nämlich Gmunden in Oberösterreich, vorsteht. Hans, was ist das Thema bei den Jägerinnen und Jägern, wenn wir an das Rotwild denken? Ja, Rotwild ist unser größter jagbare Tierort, und für uns ist es halt eine mega Aufgabe, das in der Kulturlandschaft unterzubringen. Und dass wir möglichst schadensfreies Überwintern garantieren, das erwartet von uns, dass wir nicht in Revieren denken, sondern großflächig denken und so gewährleisten, dass wir nicht ein Wald-Wild-Problem haben, sondern miteinander gut auskommen. Für mich ist ganz wichtig als Bezirksjägermeister, dass man rechtzeitig mit dem Kalbwildabschuss beginnt, dass man den Fokus darauf legt, dass man die Bestände in einer gesunden Struktur erhalten, und das für uns wichtig ist, vor allem, dass wir die Gemeinsamkeit über die Reviergrenzen hinweg entsprechend fördert, weil ich glaube, dass wir nur dann unsere Rotwildsituation, so wie wir es jetzt haben, stabil halten können, dass wir die Bestände erhalten können, ohne dass wir irgendwem, ob Wald oder Tourismus, wir müssen miteinander auskommen, und das zeigen wir in den letzten Jahren, dass wir stabile Bestände haben. Vielen Dank, Hans, für deine Ausführungen. Das nächste Thema ist Bildung, und wir haben hier Bezirksjägermeister Toni Hellenberger aus Vöcklabruck, der sich damit beschäftigt, einerseits bei der Jungjägerausbildung, andererseits aber auch die Jagdschutzorgane. Was kannst du davon berichten? Ja, mache ich gerne.
Wir alle sind Jagd und der Landesjagdverband als Körperschaft öffentlichen Rechts hat eine Verpflichtung, in allen Belangen und Zweigen die Jagd zu unterweisen und auszubilden. Den Grundsatz in der Satzung, den nehmen viele mit Begeisterung auf. Und diese Begeisterung ist eine absolute Chance, diese Art der Ausbildung neu anzudenken und neu auszurichten. Wenn wir als Jägerinnen und Jäger, als Jagdfunktionäre hinausgehen in die Gesellschaft, dann spüren wir diese Veränderung. Diese Veränderung ist völlig anders wie vor 5 Jahren und wie vor 10 Jahren. Von daher ist es, glaube ich, legitim, sich die Frage zu stellen, bilden wir unsere Jägerinnen und Jäger für die Veränderung fit genug aus? Sind wir Jagdfunktionäre fit genug für diese Veränderung? Dieser Unterausschuss beschäftigt sich mit dieser Frage und stellt sich im Bereich der Wissenschaft, der Pädagogik, vor allem auch in der didaktischen Veränderung, ja, der Lern- und Bildungsfragen ganz klar hier die Ziele. Und dabei unterstützt uns das Modell von Andersen und Gradfurth. Das Modell von Andersen und Gradfurth erfolgt in der Lern- und Denktaxonomie. Und dabei verändert sich aber auch das kognitive Verhalten. Und das halte ich für absolut eine hervorragende Chance. Denn jagdliches Wissen, ja, und die Veränderung der Gesellschaft sind nicht konträr. Die müssen aufeinander zugehen, denn dann haben sie letztlich eine hervorragende Chance. Was bedeutet das für die Praxis? Also was machen wir in diesem Jugendausschuss? Zuerst müssen wir mal her und beginnen, diesen Teil des Lehrplanes, der nur zu einem Drittel letztlich verankert ist, zu vervollständigen. Das Zweite ist, dass wir diese Veränderungen, die in gesellschaftlicher Form sind, in jagdfachlicher Form sind, im gesetzlichen, in forstlicher Form sind, mal zu überdenken, anzuschauen, zu definieren und vor allem zu fokussieren. Persönlich sehe ich darin eine hervorragende Chance, alles so zu verändern, dass es letztlich von vielen getragen wird und akzeptiert wird. Einen Kompetenzerwerb lässt sich im Verhalten jenes Einzelnen feststellen. Und es hilft uns im Ansehen, es hilft uns in letztlichen, im gesamten Sehen in der Jagd, im gesamten Werden in der Jagd und vor allem in der Gesellschaft. Und darum bin ich auch persönlich davon fest überzeugt. Danke, Toni. Der nächste Punkt behandelt die Öffentlichkeitsarbeit, die dem Oberösterreichischen Landesjagdverband ein wichtiges Thema ist, weil sie nicht nur nach innen wirken soll, sondern auch nach außen. Ich begrüße hier ganz herzlich den Vorsitzenden des Unterausschusses für Öffentlichkeitsarbeit, Johann Hackl. Du hast ja die neuen Kanäle miterlebt, mitbegründet. Wie kannst du uns berichten, wie laufen diese Kanäle an? Als neue Kanäle in der Öffentlichkeitsarbeit verwenden wir über die Landesjagdverbands-App heraus den Jagd-TV-Kanal, weiters den YouTube-Kanal und Facebook. Diese Kanäle stehen nicht nur uns Jägerinnen und Jägern als Informationsdatei zur Verfügung, auch die sehr interessierte Bevölkerung nimmt die Inhalte gern auf und macht sich ein Bild von uns. Am 7. April 2020 haben wir den ersten Film produziert und veröffentlicht. Mit heutigem Tag, nach einer 2-wöchigen Produktionsplanphase, stehen wir beim 37. Film. Auf unsere Filme und deren Wirkung können wir wirklich stolz sein. Auf Facebook haben wir im November eine Seite eingerichtet, eine Seite des Landesjagdverbandes, die mittlerweile von 350.000 Personen besucht wurde und wo einzelne Postings angesehen wurden. Der YouTube-Kanal wurde von 250.000 Personen aufgerufen. Ich würde sagen, eine echte Erfolgsgeschichte. Wie geht's weiter? Wir haben vor, nach unserem Plan auch weiterhin 14-tägig einen Film zu drehen. Es gibt noch einige Themen, oder sogar viele Themen, die wir in Form eines Lehr- oder Imagefilmes bringen werden. Wo wir eure Unterstützung brauchen, ist die
noch größere Akzeptanz dieser Kanäle und Informationen, die wir rausschicken, und die Bitte, die Inhalte nicht nur intern zu diskutieren, sondern nach dem Schneeballprinzip diese auch der Bevölkerung näher zu bringen. Weidmanns Dank dafür. Danke, Hans. Wir kommen nun zum Höhepunkt des Landesjägertages mit dem Referat des Landesjägermeisters. Bitte, Herbert Siegers-Leitner. Liebe Jägerinnen, liebe Jäger, ich darf meine Ausführungen mit einem aufrichtigen Weidmannsdank an euch beginnen. Die letzten 15 Monate waren eine Herausforderung für die gesamte Gesellschaft, aber auch für uns oberösterreichischen Jäger. Ich danke euch, weil Jagd trotz dieser vielen Einschränkungen, trotz dieser vielen Erschwernisse eigentlich perfekt funktioniert hat. Alle Aufgaben wurden erfüllt, von der Abschussplanerfüllung, von der Lebensraumgestaltung, vom Tierschutz, Artenschutz. Ihr habt eine hervorragende Arbeit geleistet, die nicht selbstverständlich ist. Natürlich ist es jetzt höchst an der Zeit, dass wir wieder zur Normalität zurückkehren, dass wir in der Öffentlichkeit präsent sind, dass wir uns entsprechend austauschen. Denn es ist ganz wichtig, zu unserer Kultur, zu unserer besonderen Form der oberösterreichischen Jagd wieder zurückzufinden. Corona hat uns natürlich massiv beeinflusst. Die Natur und die Wildtiere sind unbeeindruckt geblieben. Die wichtigen Themenbereiche sind für uns dieselben geblieben. Und daher darf ich einen kurzen Querschnitt über die großen Aufgabenbereiche der oberösterreichischen Jagd darstellen. Mit der Einschränkung der Reisefreiheit, der Schließung der Kulturveranstaltungen, der Gastronomie und der Sportveranstaltungen waren die Menschen lange Zeit fast eingesperrt. Es war klar, dass es einen besonderen Druck auf die Naturräume und damit auf die Lebensräume der Wildtiere geben wird. Es hat aber auch ganz klar aufgezeigt, dass es Regelwerke braucht, um ein friktionsfreies Nebeneinander und Miteinander gut zu ermöglichen. Diese Harmonisierung soll in einem Projekt der ökologischen Raumplanung umgesetzt werden. Wir haben bereits die Ausführungen des Professor Reimosers, der eigentlich der Erfinder der wildökologischen Raumplanung ist, gehört. Ich darf alle zu diesem Prozess einladen und bitte, dass wir den Fokus gemeinsam im Auge behalten. Die Natur ist unser besonderes und kostbares Gut. Das war jetzt besonders spürbar, wie wertvoll und wichtig die Lebensräume und die Natur für uns ist. Aber natürlich auch für die Wildtiere, die nicht Corona hatten und davon unbeeindruckt geblieben sind. Ein weiteres Thema, das uns besonders beschäftigt, ist die Waldsituation. Der Klimawandel schreitet voran und fordert seinen Tribut. Unsere Wälder werden umgebaut, aus Fichtenmonokulturen werden Mischwälder. Wälder, die abgerodet oder gerodet werden mussten, müssen neu begründet werden. Die Jagd hat dabei einen wichtigen Beitrag zu leisten. Wir sind bereit dazu. Aber ich lege großen Wert darauf, dass uns nicht allein der Arbeitsauftrag übertragen wird. Wir leisten unseren Beitrag, aber die Wildtiere und die Jagd sind nur ein Player. Es braucht bestmögliche Abstimmung. Wir sind bereit, Wildtierbestände dort, wo es notwendig ist, anzupassen, Wildtierbestände zu lenken und auch Schutzmaßnahmen durchzuführen. Bei den medialen Berichterstattungen der letzten Zeit ist mir aufgefallen, dass die Funktion des Waldes als Wildtierlebensraum oft zu kurz gekommen ist. Viele Funktionen wurden erwähnt, aber die so wichtige und ewige Funktion des Waldes als Wildtierlebensraum, als natürliche Koexistenz ist aus meiner Sicht zu kurz gekommen. Das werden wir auch besonders einfordern und auch um Berücksichtigung bitten. Wildtiere haben ein Anrecht, den Wald als Lebensraum zu nutzen und auch ihre Spuren zu hinterlassen. Es darf zu keinen Wildschäden kommen, aber Wildtiere sind Lebensraumpartner und Nutzungsberechtigte. Das soll sich im Forst-Jagd-Dialog ganz besonders ausdrücken. Ein weiteres Thema, das uns besonders beschäftigt, ist die Wolfssituation. Auch wenn wir noch nicht wirklich betroffen sind oder nur wenige Regionen betroffen sind, müssen wir heute darüber reden. Ich wundere mich auch oder ärgere mich oft auch über die Ignoranz mancher NGOs oder Vertreter der NGOs und über die Verweigerung vom Erkennen der realen Situation. Wir wissen, dass der Wolf weltweit und europaweit nur dort integriert werden kann, wo es konkretes Wolfsmanagement gibt, wo es auch Regulationsmöglichkeiten gibt. Wir lehnen als Jäger den Wolf nicht ab. Er ist jagbares Tier, er ist ein besonderes Tier, ein besonders intelligentes Tier, aber ein sehr gestaltendes Tier. Alle anderen Wildtierarten, große Pflanzenfresser, müssen reguliert werden. Der Wolf ist eine Tierart, die nur dann zu integrieren ist, wenn es ein ganz klares Management gibt.
Und ich wundere mich, dass man diesen pragmatischen Zugang noch nicht gefunden hat. Wir werden uns von einem veralteten EU-Recht nicht knebeln lassen und wir werden uns davon noch nicht erschlagen lassen. Ich bitte nach wie vor um einen entsprechenden Dialog, muss aber auch klar sagen, dass wir eindeutig in unserer Position klarer und härter werden müssen. Der Wolf wird bei uns nur integrierbar sein, wenn wir manche Gesetzmäßigkeiten berücksichtigen. Eine Ignoranz der Betroffenen ist sicher sehr verhängnisvoll. Genauso ist die Betroffenheit unserer Jagdhunde für uns ein ganz wesentliches Thema. Es kann nicht sein, dass Jagdhunde völlig schutzlos Wolfsangriffen ausgeliefert sind. Koexistenz mit dem Wolf hat es in unserer Kulturlandschaft auch in der Vergangenheit niemals gegeben, sondern es kann nur ein Regelwerk geschaffen werden, gemeinsam geschaffen werden, die eine eingeschränkte Koexistenz Wolf und Mensch ermöglichen. Ich bitte darum und ersuche nach wie vor alle Beteiligten um ihre Gesprächsbereitschaft. In einigen Beiträgen wurden die unterschiedlichen Wildarten und die jagdlichen Leistungen dazu dargestellt. Zwei Wildarten, die vor allem die Bergregion Oberösterreichs bewohnen, nämlich das Gamswild und das Raufußhund, möchte ich noch in aller Kürze ansprechen. Das Gamswild wird in Zukunft sehr abhängig sein, wie weit es gelingt, Lebensräume zu gestalten und Lebensräume zu bewahren. Wir haben auch in einem Gamswildprojekt die Gamswildbestände erhoben und werden sie in den nächsten Jahren durch gezieltes Monitoring begleiten. Die Altersstrukturen sind entscheidend für die Zukunft der Gamswildpopulationen. Jagdliches Handwerk und jagdlicher Anstand sind besonders gefragt. Wir werden unseren Beitrag und unsere Unterstützungen leisten. Die Raufußhundbestände sind eine besondere Kostbarkeit unseres Landes. Durch spezielle Monitoring-Projekte und durch lebensraumgestaltende und verbessernde Maßnahmen können wir diese Wildarten unterstützen. Die Bestände sind stabil bis steigend. Ich bedanke mich bei allen, die sich um diese beiden besonderen Wildarten einsetzen. Es sind Juwelen unserer Bergwelt, genauso wie das Gamswild, eine besondere Kostbarkeit in der Schatzkammer unseres Landes. Ein weiterer Punkt, der uns besonders beschäftigt, ist klarerweise der Einsatz der modernen Technik. Die moderne Technik wird in Zukunft in einem noch größeren Angebot, als wir es jetzt kennen, zur Verfügung stehen. Am Ladentisch ist alles zu kaufen in Zukunft. Allerdings nicht Anstand, Einstellung und jagdethische Werte. Es wird darum gehen, die Rechtssituation, die sehr eindeutig und klar ist, eindeutig und zu 100% umzusetzen. Wir brauchen keine anderen gesetzlichen Regelungen, aber es gilt das, was das Gesetz vorsieht, eben anzuwenden. Moderne Technik kann Fluch oder Segen in der Jagd sein. In den letzten Tagen wurden in Oberösterreich sehr, sehr viele Rehkitze gerettet. Es waren wahrscheinlich weit mehr als 1000. Viel Tierleid, qualvolles Tierleid durch den Mähtod wurde verhindert. Ein wertvoller Beitrag zum Tierschutz. Ein Segen, in dem Fall ein Segen für die Wildtiere und für die Jagd. Genauso ist es bei der Seuchenprävention. Aber ausschließlich für diese Bereiche wurde die Nachtzieltechnik oder auch die Wärmebildkamera entwickelt. Und alles darüber hinaus ist aus unserer Sicht ganz klar zu kontrollieren, zu überprüfen und mit Augenmaß anzuwenden. Noch einmal, Technik kann Fluch oder Segen sein. Das Verantwortungsbewusstsein der Jägerschaft ist ganz besonders gefordert. Nie zuvor gab es für uns Jäger so viele wichtige Prozesse, in denen wir stehen, so viele Themenbereiche, die uns beschäftigen. Um diesen Herausforderungen gewachsen zu sein, braucht es hohe Kompetenz. Kompetenz erwerben wir uns durch Erfahrung unserer Vorgänger, aber natürlich in erster Linie durch Aus- und Weiterbildung. Wir werden die Bildungsangebote hier im Haus, im Jagdschloss Hohenbrunn, in unserem Bildungszentrum, aber auch bei dezentralen, regionalen Veranstaltungen in den Bezirken anbieten. Ich darf euch wirklich herzlich einladen, um diese Angebote zu nutzen, denn nur eine kompetente Jägerschaft ist den Herausforderungen der Zukunft gewachsen. Manche sehen in der Jagd nur eine Dienstleistung und damit uns Jägerinnen und Jäger als Dienstleister. Aber wir Jäger sind mehr als Dienstleister. Jagd ist mehr. Jagd ist auch mehr als Forstschutz oder Seuchen- und Krankheitsprävention. Jagd ist Teil unserer Landeskultur. Jagd ist Teil unserer Gesellschaft. Jagd ist legitime Nutzungsform von natürlichen Ressourcen. Jagd ist Eintauchen und tiefe Verbundenheit mit der Natur. Jagd ist Freude, Leidenschaft, Demut
und Dankbarkeit. Mein Dank gilt abschließend allen Trägern der Jagd, allen jagdlichen Funktionären, von den Jagdleitern über Hegeringleitern zu den Eigenjagdbesitzern. Ich bedanke mich bei allen Partnern und Weggefährten der Jagd, bei allen Interessensvertretungen, vor allem bei den Grundbesitzern und deren Vertretung. Ich bedanke mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landesjagdverbandes, allen Trägern des jagdlichen Brauchtums, den Jagdhornbläsern, den Jägerchören, allen Hundeführern, dem organisierten Jagdhundewesen, das in Oberösterreich bestens funktioniert. Ich bedanke mich aber auch bei allen politischen Vertretern unseres Landes, die letztendlich für die Rahmenbedingungen sorgen müssen, dass Jagd in Zukunft in Oberösterreich gut in die Gesellschaft eingebettet werden kann. Mit der DNA der oberösterreichischen Jägerschaft darf ich meine Ausführungen beenden. Wir oberösterreichischen Jägerinnen und Jäger gestalten, leben und lieben die Natur mit Kompetenz, Respekt und Leidenschaft. Weidmannsheil.